Es ist nie zu spät, neue Dinge im Leben zu wagen und sich Sachen zu trauen, von denen man nie gedacht hätte, dass man sie eines Tages einfach macht. Genau das dachte sich auch die 90-jährige Australierin Irene Carney, die sich etwas ganz Bestimmtes getraut hat. Etwas, was sie zu einem tollen Vorbild für uns alle macht. Irene ist trotz ihrer 90 Jahre noch richtig fit. Sie ist fröhlich und traut sich noch einige Dinge zu, die man einer Frau in ihrem Alter gar nicht zutrauen würde. Irene beschloss, einen Ausflug mit dem Kreuzfahrtschiff zu wagen. Es war einer ihrer größten Träume und sie zögerte nicht lange, um alles in die Wege zu leiten und ihrem Pflegeheim für einige Zeit den Rücken zu kehren. Doch das war bei weitem nicht alles. Irene beschloss, sich von nichts und niemandem aufhalten zu lassen und kaufte einen extrem auffällig roten Bikini mit weißen Punkten. Mit großem Stolz trug sie diesen Bikini und zog durch ihr Selbstbewusstsein viele Blicke auf sich. Irene verstand nicht, wieso das so ungewöhnlich sein sollte. Also beschloss sie kurzerhand, ein Foto von sich in dem Bikini an das Geschäft zu schicken, wo sie den Bikini gekauft hatte, um sich für diesen tollen Kauf zu bedanken. Der Shop Lady Watiko in Australien war überwältigt von dem Mut ihrer Kunden und fragte Irene, ob sie das Foto auf Facebook posten dürfen. Irene hatte kein Problem damit. Im Gegenteil, sie verstand, dass es Menschen gibt, die sowas extrem ungewöhnlich finden. Der Post wurde ein Riesenerfolg. Die Menschen waren begeistert von Irene und nahmen die Message, dass man sich so lieben sollte, wie man ist, dankend auf.